Hallöchen, ihr Lieben. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es meinen Lesemonat August. Der August war ein Monat mit seinen Höhen und Tiefen. Ich hatte persönlich und privat meine Ups und Downs. Gehe aber trotzdem mit einem sehr positiven Gefühl aus dem August raus und hoffe, dass ihr auch einen schönen August hattet oder einen aufregenden August. Der letzte Sommermonat irgendwie, obwohl der Sommer dieses Jahr gar nicht da war. Ich hatte das große, sehr, sehr große Privileg, dass ich im August in einen wunderschönen Sommerurlaub gefahren bin. Und er hätte nicht schöner sein können. Dieser Urlaub war sehr, sehr nötig. Und ich habe jede einzelne Sekunde geliebt und sehr genossen. Vermisse es sehr. Man kommt wieder viel zu schnell in seinen Alltag rein und das ist irgendwie die größte Scheiße am Erwachsensein, ganz ehrlich. Nichtsdestotrotz gibt es auch weitere News. Ich bin wieder auf Instagram, back in the game. Ich habe sehr, sehr lange mit mir gehadert und wurde mit so, so viel Liebe von euch wieder herzlich zurückwillkommen geheißen. Der absolute Wahnsinn. Dafür möchte ich ganz, ganz großes Dankeschön sagen für die ganzen unglaublich liebe Nachrichten und ach, ich habe einfach so viel Liebe, das kann man gar nicht in Worte fassen und das ist einfach das Schöne an Bookstagram und an dieser Community und ich hoffe sehr, dass wir oder dass das beibehalten wird, weil Bookstagram hat natürlich auch seine Schattenseiten. Wir müssen uns nichts vormachen. Nichtsdestotrotz bin ich wegen der positiven Dinge zurückgekommen. Freue mich, wieder dabei zu sein. Reden wir nicht lange um den heißen Brei herum. Ich will das Video nicht länger machen, als es eigentlich ist. Kommen wir zu den Büchern, die ich im August gelesen habe. Insgesamt habe ich im August 7 Bücher gelesen. Aus irgendeinem Grund hatte ich im August, im Sommermonat des Jahres, so richtig das Bedürfnis, wieder Fantasy zu lesen. Was für mich absolut untypisch ist, weil ich Fantasy einfach lieber im Herbst oder im Winter lese, weil das einfach so die cozy Monate sind, wo Fantasy einfach dafür gemacht ist. Und im Sommer, niemand liest am Strand irgendwo ein Fantasy-Buch. Also das machen nur die wenigsten und auch super selten. Ich glaube, im Sommer will man einfach was Leichtes und was Lockeres lesen, was einfach mehr die Sommergefühle, die warmen Temperaturen, die lockere Stimmung unterstreicht und nicht dieses Krieg, Blut, wir müssen töten und wir müssen sie finden und wir müssen sie jagen und es war komisch. Fangen wir einfach mal mit dem ersten Buch an. Dieses Buch, ja, liegt seit 1,5 Jahren auf meinem Sub und es handelt sich dabei um Drachendunkel von Irisha Summers. Ich glaube, sie wird sogar Irisha Summers ausgesprochen. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber dieses Buch kam bereits letztes Jahr, Anfang 2020, im Carlsen Verlag raus. Ich habe es auch vom Carlsen Verlag als Leseexemplar zur Verfügung gestellt bekommen. Lieber Carlsen Verlag, I'm sorry. I'm sorry for the delay. Ich habe es gelesen und habe es sehr gemocht. Dafür, dass es ein 400-seitiger Einzelband ist, ist die Geschichte perfekt abgerundet gewesen. Also es gab einen guten Einstieg, es gab eine gute Hauptstory und es gab auch ein gutes Ende. Und dafür, dass es wirklich nur ja, ein Einzelband ist mit 400 Seiten, ist Fantasy meistens immer so ein bisschen schwierig, weil wenn du so eine Welt aufbauen möchtest mit einer bestimmten Story, dann brauchst du meistens einfach 600 bis 800 Seiten, um die Geschichte auch wirklich ja, so ein bisschen authentisch und episch zu erzählen. Aber das hat die Irisha gut hinbekommen. Also ich war, I was into it. Das hat mich unterhalten. Ich habe dem Buch 4 Sterne gegeben und ich liebe das Cover einfach sehr. Ich finde, das Cover ist richtig schön geworden. Ich mag das super, super gerne. Ich kann es euch empfehlen für zwischendurch. Trotzdem eine schöne Geschichte für zwischendurch. Und was machst du denken? Dann habe ich 3 weitere Bücher gelesen, wo ich auch einen Reading-Blog zugemacht habe. Und das haben vielleicht schon einige von euch gesehen. Und zwar war das diese Elfenkronen-Reihe von Holly Black. Und da habe ich jetzt endlich die Bücher von meinem Sub befreien können. Bin mehr als froh, dass ich sie endlich runter habe. Die Bücher an sich, wie im Reading-Blog auch schon erwähnt, waren nicht meins. Ich fand die Bücher nicht gut. Ich fand sie nicht gut, als ich sie gelesen habe. Ich habe mich irgendwann leider nur noch durchgequält. Und jetzt, wo auch schon einige Wochen vergangen sind, muss ich ganz ehrlich sagen, diese Bücher waren leider für mich ein absoluter Reinfall. Also ich fand es leider alles so ein bisschen, sagen wir es mal freundlich ausgedrückt, zum Schmunzeln. Mein größtes Problem mit den Büchern war einfach
diese moderne Fantasy-Welt, dass die Protagonisten die Möglichkeit hatten, in unsere Welt, also die echte reale Welt, zu switchen oder auch in diese Fantasy-Welt wieder zu wechseln. Und dieses ganze Hin und Her hat für mich einfach die Welt zerstört und war einfach nicht meins. Bin kein Fan von dieser modernen Welt und mag das nicht, dass alles auch in unserer Welt spielen kann mit Fantasy. Es ist dann für mich kein Fantasy mehr, es ist was anderes, aber kein Fantasy, so wie ich es gerne haben würde. Meins war es nicht, die Bewertung erspare ich euch, aber ich habe sie endlich gelesen und ich weiß, dass viele sie von euch auch lieben und schätzen und das ist super. Meins war es aber leider nicht. Und dann ging es auch schon in den Urlaub und ich hatte eigentlich vor, im Urlaub so 6 Bücher zu lesen. Ich habe davon 2 gelesen, so viel dazu. Ein Buch, was ich mir auch schon sehr, sehr lange auf meiner Wunschliste vermerkt hatte, war von Nena Tramontani. Ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche. Fly and Forget. Das ist der erste Band von ihrer Trilogie. Sie hat die Soho Love-Reihe geschrieben. Und wie schön sind diese Cover, bitte. Diese Cover sind einfach ein Traum. Ich liebe jedes einzelne Cover und ich habe mir jetzt auch den zweiten Band geholt für eine Strandlektüre, der absolute Hammer. Aber auch für zwischendurch und besonders für New Edit-Liebhaber ist dieses Buch genial. Ich habe diese Geschichte so dermaßen gefühlt. Die Story zwischen, ich will nur mal gucken, genau, sie hieß Liv und er hieß Noah. Ich habe diese Liebesgeschichte zwischen den beiden so gefühlt und so geschippt. Also, ne, man schippt ja immer so bestimmte Pärchen. Liv und Noah, die waren einfach wie füreinander geschaffen. Ich habe das so gefühlt, sehr authentisch. Nichtsdestotrotz, es ist New Edit und wann ist New Edit nicht problematisch? Irgendwie immer. Also es gibt irgendwo immer so ein kleines Detail, wo man sich so denkt, so... Aber es ist auch einfach eine fiktive Geschichte. Da muss man sich auch nicht so große Gedanken drum machen, sage ich mal, wenn es jetzt nicht wirklich komplett vom Acker ist, ja? Ich habe es sehr geliebt. Ich habe mich sehr unterhalten gefühlt. Ich kann es euch sehr ans Herz legen. Es ist eine wunderschöne Story, super für zwischendurch, super, wenn man mal wieder bekommt auf New Edit und schon lange nicht mehr gelesen hat. Und generell, wenn man auch New Edit-Fan ist, würde ich sagen, dass man diese Bücher gelesen haben muss. Ich weiß jetzt schon, dass ich die anderen beiden Bücher, glaube ich, auch sehr, sehr gerne lesen werde. Und ganz große Coverliebe, ich kann es nicht oft genug sagen, wunderschön. Freue mich auf den zweiten Band, den ich auch im September lesen werde. Ihr steht auch gerade auf dem Buch drauf. Dann habe ich mir vorgenommen, dass ich von Sarah J. Maas das Reich der 7 Höfe, die Bücher, noch lesen wollte. Ich habe vor 2 Jahren schon mal den ersten und den zweiten Band gelesen und dann nicht weitergelesen. Fragt mich bitte nicht warum. Ich hatte alle 3 Bücher im Hardcover auch zu Hause und habe sie dann verkauft. Ich hatte einen doofen Moment und bereue den Fehler sehr. Ich war jung und naiv. Bitte fragt nicht weiter. Ich bin aber umso glücklicher, dass ich die Bücher jetzt endlich nochmal in die Hand genommen habe und es gewagt habe. Besonders, weil jetzt im Oktober wieder ein neues Buch aus der Reihe erscheint. Und ich bin so hyped. Ich kann nicht das sagen, wie sehr ich freue mich wie Bolle. Genau, ich habe den ersten Band habe ich noch im Hardcover da und den zweiten Band dann im Taschenbuch. Typisch ich, was soll ich dazu sagen? Und ich muss sagen, dafür, dass ich die Bücher auch im Sommer gelesen habe und es ja auch Fantasy ist, super, super unterhaltsam und hat für mich auch absolut funktioniert. Kann da gar nicht so viel zu sagen. Es ist Sarah J. Maas. Ich bin ein großer Fan von ihren Büchern. Ich liebe die Bücher sehr. Dieses Buch hat 5 Sterne bekommen. Dieses Buch hat auch 5 Sterne bekommen. Ich lese gerade den dritten Band. Das heißt, im Lesemonat September bekommt ihr dann meine Meinung und mein Statement zur abschließenden Trilogie zum dritten Band. Und zu diesem Spin-off oder ich weiß es nicht, 3.5 Band. Irgendwie so, I don't know. Ich liebe die Reihe sehr. Ich finde, sie ist für Fantasy-Liebhaber gemacht, aber es ist halt trotzdem auch im Bereich Jugendbuch, ne? Also es ist jetzt nicht so Fantasy-Klassik, sowas wie George R.R. Martin oder Patrick Ruffus, sondern es ist deutlich mehr im Bereich Jugendbuch. Es ist einfach mehr auf die Liebesgeschichte fokussiert. Die meisten kennen die Bücher sowieso von euch, gehe ich mal davon aus. Ich fand die Bücher einfach so schön. Ich wusste ja so ungefähr, was passiert hatte, aber sehr, sehr viele Sachen auch wieder vergessen. Ich liebe die Bücher.
Ich könnte diese Bücher jedes Jahr wieder und wieder lesen, weil sie niemals langweilig werden. Das gleiche gilt auch für die Throne of Glass Reihe. Sarah J. Maas hat es einfach drauf, wie sie Geschichten aufbaut, wie sie erzählt, wie sie den Leser in eine komplett andere Welt entführt. Das kann nicht jeder und sie hat es so gut drauf. Oh mein Gott. Und diese ganzen Twists und die Sachen, die sie sich ausgedacht hat, I love it. Das ist hier jetzt auch ein offizieller Sarah J. Maas Fan-Account. Wir machen den jetzt dazu. Großartig. Ich fand es sehr, sehr schön, endlich wieder in die Welt von Fairy und Rice. Ich weiß, sie werden anders ausgesprochen. Ich sage Rice. Ich weiß, dass der Reese ausgesprochen wird. Und das finde ich komisch und keine Ahnung. Für mich heißen sie Rice und Fairy. Für mich bleiben sie aber so. Das wird sich nicht ändern. I'm sorry. Ich habe sehr, sehr viel vor im September. Und ich hoffe, dass ich gut vorankomme mit den Büchern, die ich mir neu gekauft habe und die auf meiner Leseliste stehen. Es sind sehr, sehr schöne Bücher. Und ja, das war der Lesemonat, kurz und knackig. Mehr habe ich auch gar nicht zu sagen. Doch, eine Sache will ich noch sagen. Danke, dass ihr da seid. Wirklich von ganzem Herzen danke, dass ihr kommentiert, dass ihr meine Videos anschaut, dass ihr da seid und mit mir versucht, Kontakt aufzunehmen, mit mir kommuniziert, mir Feedback dalasst, mir von euren Meinungen und Leseerfahrungen erzählt. Ich finde das so, 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 so schön, weil Bücher sind einfach meine Welt. Bücher sind mein Leben und das war schon immer so als Kind und das ist auch heute noch so. Ich werde jetzt bald 25 in einem Monat. Ciao! Und ich könnte mir jeden Tag ein neues Buch bestellen und hätte immer noch nicht genug. Ich finde einfach, dass diese Bookstagram-Welt eins der schönsten Sachen auf dieser Welt ist. Ich bin so froh, dass ich es gefunden habe und einfach einen kleinen Platz in dieser Welt auch habe irgendwo. Bin einfach unglaublich glücklich. Also wenn ihr mir Nachrichten schreibt, wirklich, ich sitze hinter meinem Handy und ich bin einfach so glücklich. Ich sitze da wie so ein Honigkuchenpferd, habe so ein Grinsen auf dem Gesicht und bin einfach super, super glücklich. Manchmal, wenn ihr einen Kommentar schreibt und das einfach nur drunter setzt unter einem Video, ihr wisst gar nicht, was das mit einem Menschen oder mit mir anstellt. Ich bin einfach unglaublich dankbar, unglaublich glücklich, fühle mich hier sehr, sehr wohl und hoffe, dass ich euch noch viele, viele weitere Monate und auch hoffentlich Jahre unterhalten kann, euch vom Alltag ablenken kann und wir einfach eine gute Zeit zusammen haben. Das ist einfach die Hauptintention dahinter. Danke für alles. Danke, dass ihr da seid. Ihr seid unglaublich wichtig und ihr seid unglaublich toll. Und ich knuddel euch alle ganz, ganz doll. Und ich muss jetzt erstmal meine Katze füttern. Und ich muss mich auch selber füttern. Aber yes. Dann hoffe ich, dass ihr noch einen schönen Abend, Nachmittag, morgen eine schöne Nacht, eine schöne Woche und einen schönen September vor allem habt. Wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video wieder, was auch immer das sein wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich knuddel euch alle.